Yes, sir. Ich habe immer mein Zeug gemacht, ob das jetzt Rap ist oder Dancehall oder Reggae oder was auch immer so. Songwriting ist für mich eh immer am Ende des Tages das Gleiche. Die ersten Küsse und Güffe sind schon ein länger, schon ein länger. Ey. Die Summe werden kürzer, die Kater eben länger an. Die Jungs machen Nachwuchs, studieren Babynamen, schieben Kinderwagen, andere laden Tinder runter. Ich mache mein Ding, hole das Guinness aus dem Innerladen. «Zeitreise» ist der Song, der im Endeffekt wie irgendwann mal geschrieben werden musste, weil es so ein Thema war, das mich so zwei, drei, vier Jahre angefangen hat, immer mehr beschäftigen. So, wo man sich irgendwie fragt, hey, ich mache wie meinen Weg. Und alle anderen sind aber recht seriös unterwegs, recht proper. Eben fangen an, Babynamen studieren, diskutieren, irgendwie sich überlegen, welcher Babybuggy der richtige ist und so. Und ich bin halt immer noch mein Ding am Machen, das ich irgendwie schon länger mache und immer noch auf diesem Musikfilm. Die Stadt gleich, nur die Häuser sind höher geworden, aus Besitzerwegen, es wird schöner wohnen. Brauche ich Ärzte im Gepäck, Druck sich grösser geworden. Erinnerungen für die Kisten vom Estrichboden. So war das Ding. Genau. Das Räumchen mit den verranzten Sofas und so sind irgendwann abgelöst worden oder so. Keine Ahnung, halt. Die Leute haben sich angefangen, keine Ahnung, Sorgen machen um ihre Einrichtung, Wohnungseinrichtung. Man fängt an, schönes Besteck kaufen und so Zeug und so. Das sind also Sachen, die so wie, wie man feststellt. So. Ich habe eigentlich bis vor nur relativ kurzem auch immer noch irgendwie in einer WG gewohnt und eigentlich immer so in der Studie, was auch immer, Musiker-Lifestyle hatte und auch nie das Problem hatte, dass ich zu viel Kohle und nicht weiss, welches schöne Möbel ich mir kaufen soll. Und ich weiss, es gibt ein kleines Ding namens Zeitreise. Oh, gosh, ey. Ich denke gern zurück, würde ich nicht wählen. Es ist doch zu viel zum Nummer noch von früher erzählen. Das Zurück hat mich nie richtig übercheckt. Das ist im Mix ein bisschen untergegangen. Das ist auch noch so ein komisches Detail in dem Song. Ich denke gern zurück, würde ich nicht wählen. Eigentlich gibt es wie noch einen kleinen Delay drin. Zurück würde ich nicht wählen. Aber es hat nie jemand gecheckt. Ich habe immer gehofft, man kommt raus. Ich denke gerne zurück an die alte Zeit, aber ich weigere mich, jetzt schon anfangen, nur immer von früher zu erzählen. So. Das ist schon ein Phänomen, wo man halt irgendwann ab 30 Jahren anfängt, immer mehr zu hören. So, dass wie so früher, ey, weißt du noch den und so. Und die geilen Partys waren noch damals gewesen, und der geile Sound war noch damals gewesen, und ich habe mich immer recht geweigert, das irgendwie in meiner Realität so zu akzeptieren. Im Endeffekt habe ich immer gefunden, hey, nein, es kommt noch viel Neues und es kommt sehr viel geiles Zeug rum. Und wir haben noch alle Zeit von der Welt, um noch geiles Zeug zu erleben, so, und dass das wie auch drinnen steckt. So. Und das habe ich versucht, dort irgendwie zu bauen. Die Welt ist schon uns damals Standardprogramm. Heute leere ich mein Glas aus, weil ein paar sind schon gegangen von da. Ich bin oben, gebe danke für das. Wenn ich heimkomme mit der Sonne, werden ein paar Tage gehen. Du denkst irgendwie, wenn du 15 bist, jetzt, keine Ahnung, ich bin 100 safe. So. Boom, irgendwie alles kommt nur gut. Es ist eine unbeschwerte Zeit, oder? Das muss auch so sein. Und dann irgendwann fängst du halt an, so ein bisschen ein paar Sachen erleben, die dich wie auch noch ein bisschen dankbar werden lassen, dass du überhaupt am Start bist. So. Und wenn ich mal wieder heimkomme mit der Sonne, werden es halt ein paar Tage gehen. Ja, ich bin immer noch draußen, bin immer noch unterwegs, aber ich brauche ein bisschen länger als auch schon, um wieder auf die Matte zu kommen. So. Und wir haben vieles gesehen, aber es wartet noch vieles mehr. Es langt vielleicht nicht zum Millionär, aber immer noch bis ans Meer.